vor 6 Jahren erhielt sie die Diagnose, die alles veränderte, Lungenkrebs. Damals war Maja von Schönburg-Lauch, die Ex-Frau von Milliardär Friedrich Christian Mickflick, Mitte 50, hatte noch so viel vor. Deshalb kämpfte die ältere Schwester von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Alexander von Schönburg-Lauch um ihr Leben. Doch diesen Kampf hat sie jetzt im Alter von 60 Jahren verloren. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist Maja von Schönburg-Lauch am Sonntag in München für immer eingeschlafen. An ihrer Seite. Ihre Mutter Beatrix Maria von Schönburg-Lauch, die mit 88 Jahren jetzt den Verlust ihres Kindes betrauern muss. Auch die Geschwister der Verstorbenen weinen um ihre Schwester. Ein Teil von mir ist gestorben. Maja war mein Zwilling, am gleichen Tag geboren, am 15. August, nur 11 Jahre vor mir, schreibt Alexander von Schönburg-Lauchau in einem Nachruf in der Bild. Die Leute glauben ja immer, dass Gloria der Mittelpunkt jeder Party ist. Ein Missverständnis, heißt es weiter. Maja hingegen war immer die Königin jeder Party. Wo sie war, dort war das Zentrum des Geschehens. So auch auf dem Oktoberfest 2018, wo Maja von Schönburg-Lauch nicht nur ihren 60. Geburtstag nachfeierte, sondern auch Abschied nahm, wie ihr Bruder erklärte. Als es ihr wirklich dreckig ging, schmiss sie ein Fest. Sie wusste, dass sie nur noch wenige Wochen Lebenszeit hatte. Jetzt muss die Familie Abschied von der Frau nehmen, die alle mit ihrem Lächeln und ihrer Offenheit um den Finger wickelte. Laut Bild soll die Trauerfeier für die 60-Jährige in London stattfinden.